Oh nee, Leute, seht ihr das? Es regnet. Und damit alle Leute und herzlich willkommen zu Formel 1, zum neuen Rennen der Saison. Also die Saison startet jetzt, aber irgendwie startet sie auch nicht. Ihr seht ihr jetzt, das Auto ist jetzt ein bisschen umlackiert, ich habe jetzt mehr noch nicht gemacht. Aber irgendwie ist scheinbar die Saison doch noch nicht ganz fertig. Ich check's nicht. Ich fahre jetzt erstmal hier das Qualifying, Alter. Erstmal im geilen Regen hier in Brasilien, Alter. Okay, also Brasilien finde ich eigentlich eine geile Piste und ich glaube eben, es ist glaube ich das hier ist erst das letzte Rennen, aber scheinbar ist es jetzt durch das letzte Rennen schon entschieden worden, dass Bottas Weltmeister ist. Deswegen haben sie im letzten Video so abgefeiert, scheinbar. Also vermute ich, meine, wieso sollten sie sonst abgefeiert haben? Wahrscheinlich ist es jetzt entschieden, oder vielleicht ist es einfach entschieden, dass Mercedes jetzt, also wisst ihr, insgesamt bei der Konstrukteursmeisterschaft gewonnen hat, als Team halt. Aber der Fahrer könnte vielleicht immer noch, könnten wir vielleicht immer noch werden. Vielleicht ist es aber auch schon entschieden. Würde auf jeden Fall Sinn machen, weil sonst hätten sie ja nicht so abgefeiert. Naja, wieder mal zwei. Wir werden es auf jeden Fall heute rausfinden. Und damit haben wir das Qualifying hier auch beendet. Ja, als ob, wieso sind wir denn Erster? Okay, also eigentlich habe ich, hä? Wieso bin ich Erster? Das ist so komisch. Naja, vielleicht bin ich einfach besser bei Regen. Ah, okay, der Typ hat es mir auch gerade gesagt, das ist jetzt wirklich das letzte Rennen. Beim Rennen regnet es zum Glück nicht. Okay, eine interessantere Platzierung auf jeden Fall jetzt hier direkt am Anfang. Ja, ich habe übrigens den Extreme Damage Mod wieder rausgenommen. Und zwar, ich spiele Formel 1 halt auch gerne mal online. Da kam ja auch schon ein Video dazu. Weil es einfach auch sehr viel Spaß macht, sich mal mit richtigen Leuten zu messen, nicht nur mit der KI. Und da spiele ich das halt auch mit meinen Freunden und wenn man Mods drauf hat, zum Beispiel eben der Extreme Damage Mod, egal welcher Mod, sobald irgendwas modifiziert ist, kannst du nicht mehr in Online gehen, weil, naja, das Programm erkennt einfach, dass nicht die originalen Spieldateien sind, das heißt, du kannst nicht online spielen, du wirst nicht gebannt oder so, aber du kannst einfach nicht mehr reinjoinen, du kannst nicht mehr mitspielen. Da ich das halt trotzdem will, habe ich mir gedacht, lasse ich das jetzt immer draußen, weil es ist ein relativ krasser Aufwand, das immer, den Mod immer zu installieren und wegzumachen, weil das ist nicht einfach so wie bei Minecraft, wo du einen Ordner in einen anderen Ordner halt verschieben kannst oder ein Modpack verschieben kannst, sondern da musst du halt auch die Dateien umschreiben und das geht immer ein bisschen zu tun. Deswegen habe ich gedacht, lassen wir es einfach mit dem Modpack. Klar war es witziger, also oder einfach auch allgemein interessanter, wenn auch die KI ab und zu mal Fehler macht bzw. Unfälle baut. Aber naja, scheiß mal drauf. Okay, und der Typ hat mir vorhin auch noch gesagt, dass es jetzt wirklich das letzte Rennen der Saison ist. Also das letzte war wahrscheinlich wirklich einfach das Rennen, das es entschieden hat, alles irgendwie. Und das ist jetzt scheinbar wirklich erst das letzte Rennen. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, sobald diese Saison zu Ende ist, wird es ein kleines, ja, allgemeine Änderungen geben in unserem Team, halt auch in Bezug auf Farben zum Beispiel. Den Vertrag mit Mick möchte ich eigentlich nicht kündigen, oder habe ich auf jeden Fall nicht vor, weil, also ich war erst zweimal, ich immer letzter, aber egal. Abgesehen von dem, ja, ist er doch eigentlich ganz okay. Alter, die erste Kurve ist so scheiße, die verkacke ich die ganze Zeit, ich weiß nicht wieso, eigentlich ist die so easy. Aber naja. Okay, Leute, hier auch jetzt nochmal die Bestzeit geholt. Das war auf jeden Fall wichtig, weil die hatte jetzt zuerst immer Hamilton. Aber die haben wir uns jetzt nochmal zurückgeholt. Auf jeden Fall, ja. Ich fahre jetzt mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht passiert noch irgendwas, ich weiß nicht. Oder sonst sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten oder beim ersten Boxenstopp. Ja. Ja, bis später. Okay, ihr habt gerade gehört. Okay, nee, wahrscheinlich habe ich nicht gehört, weil ich rausgeschnitten habe. Lol. Aber er hat mir gerade gesagt, ja, wir sollen dies. Mein Gott, was labberst du jetzt? Auf jeden Fall müssen wir diese Runde an die Boxengasse. Also, ja, wir werden mit Medium und so weiterfahren, hat er gesagt. Ja, das wird bestimmt das Richtige für uns sein. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeguckt, weil. Also, ich meine, ich habe jetzt allein zu Hamilton schon 8 Sekunden Abstand, was extrem viel ist. Und habe ich jetzt geguckt, habe ich die KI runtergestellt. Und sie ist auf 50. Im letzten Rennen war sie, glaube ich, auf 45 sogar. Also das heißt, ich habe sie noch mal 5 hochgestellt. Und wieso ziehe ich die denn jetzt so davon? Also ich habe relativ viele Upgrades jetzt gemacht beim Motor gerade. Aber ich nehme mal nicht an, dass das so einen krassen Unterschied macht. Weil auf der Geraden, habe ich vorhin gesehen, wir kommen trotzdem nur so auf 305. Also in Anführungszeichen nur. Aber trotzdem.
Sie sind ein bisschen komisch. Aber ich meine, ich finde es gut. Dann können wir die KI noch ein bisschen besser machen. Dann bin ich danach ein guter Fahrer. Und wir gehen jetzt direkt an die Box. Jetzt habe ich genug gelabert, Alter. Und rein da. Come on, Leute. Okay. Mach nicht alle Boxen. Boah, 3,1 Sekunden ist aber schon ein bisschen langsam, leider. Okay, ich weiß nicht, ab wann das ich übernehmen kann, Alter. Ich fahre jetzt hier so ein bisschen mit. Weil ich keine Ahnung habe, wie gesagt, wann das ich übernehmen muss. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt, ne? Ja, okay. Ja, wir sehen jetzt gerade Dritter immerhin noch. Sind scheinbar... Hä, es sind voll weniger an die Box. Wieso denn das? Naja, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, wir waren schon... Das heißt, Alter, man ist viel schneller auf diesen Reifen, oder? Alter. Hä? Als ob ich das gerade so krass merke. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt vorhin, ich bin viel schneller. Okay, ich muss danach kurz gucken bei der Geraden, ob wir wirklich viel schneller sind. Oder ob mir das wirklich nur so vorkommt. Okay, auf jeden Fall war ich jetzt erstmal noch weiter. Vielleicht gebt ihr euch Bescheid, ich weiß noch nicht. Also wegen der Geschwindigkeit, meine ich. Okay, also Endgeschwindigkeit ist immer noch, ist nur so 2 km/h schneller gewesen jetzt. Aber keine Ahnung, vielleicht ist mit der die Beschleunigung geiler, ich weiß es nicht. Okay, wir sind jetzt auch wieder Erster. Oh Leute, wir haben nochmal die Rundenbestzeit geknackt. Nice, Alter. Nochmal geknackt. Lol. Gut, aber es macht zwar keinen Unterschied, weil die letzten 3 besten Zeiten hatte ich. Aber trotzdem ist nice, wenn wir die wieder knacken. Das heißt, wir sind gut. Okay, Leute. Ich bin in der letzten Runde gerade. Ja, nice auf jeden Fall. Ja, also bisher läuft auf jeden Fall gut. Wir könnten... Da vorne sind einfach schon die letzten. Lol, vielleicht können wir einen überrunden. Ja, wobei wird zwar wahrscheinlich schwierig. Naja, wäre auf jeden Fall nice. Ja, keine Ahnung, was mit der KI los ist. Wieso, dass die jetzt plötzlich so schlecht ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch am Modpack irgendwie lag. Dass die irgendwie, keine Ahnung, besser waren. Ich vermute es zwar nicht, aber es könnte ja sein. Ja, auf jeden Fall, dann werde ich die KI auf jeden Fall für das nächste Rennen auf 55 stellen. Mal gucken, ob wir da auch noch mithalten können. Ich glaube, was halt auch unser Glück war, war, dass wir in Qualifying Erster geworden sind. Das ist halt immer so viel wert, erster oder zweiter Platz. Das macht so viel aus. Ja, okay, sehr solide auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, was ich, ob ich vielleicht doch noch Weltmeister werden kann. Aber wie gesagt, ich vermute es nicht. Wir sind jetzt gleich durch. Hier ist das Ziel. Gerade Flagge, genau. Zack, wir sind durch. Ich bin gespannt. Jetzt können die Feierlichkeiten beginnen. Okay, nee, Bottas ist scheinbar also wirklich, ist wirklich Meister geworden, Weltmeister, schade. Gut, dann können wir das skippen, das haben wir schon im letzten Rennen komischerweise schon gesehen. Naja, ich kann es gar nicht skippen, was soll das denn? Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgeraubt. Ja, okay, das müssen wir aber eigentlich schon noch gucken. Das letzte Rennen der Saison noch gewonnen, immerhin das. Yay, wir sind Weltmeister. Ja, als ob Bottas mehr gewonnen hat als wir, kann ich mir fast nicht vorstellen. So, Leute, willkommen zurück hier in unserer Hauptzentrale. Das letzte Rennen für diese Saison. Unten seht ihr es, 11. Dezember, Freitag, wird diese Saison beendet. Danach gibt es eine komplette Neuumstellung bei unserem Team. Ja, ich würde sagen, seid gespannt, was es Neues gibt auf jeden Fall. Ich werde mich da mal noch ein bisschen, ja, rein, keine Ahnung, lehnen. und mal gucken, was hier so ändern. Auf jeden Fall war's das mit dieser Folge Formel 1. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.